Hallo ihr Lieben, heute mache ich ein Vorher-Nachher-Video für euch. Ich dachte, dass ich euch das mitteile, weil ihr das sowieso merkt und dann kommen die Fragen in den Kommentaren, was ist denn mit deinen Haaren los? Und zwar geht es um die Haare, also um meine Haare. Ich habe eigentlich die letzten Jahre sehr oft Extensions auch drin gehabt. Also ich hatte sehr lange Haare, also es war nie eine riesige Haarverlängerung, es war immer so eine eher Haarverdichtung, weil ich eben leider nicht mit kräftigem, schönem Haar gesegnet bin, sondern das Haar sind zwar viele, aber es ist sehr, sehr fein. Und ein Wunder, es gibt Abhilfe. Wir können uns nicht nur die Wimpern verlängern lassen, die Nägel aufgelen lassen, also schöne Nägel machen lassen. Wir können uns die Brüste vergrößern lassen. Wir können uns alles Mögliche absaugen und reinfillern und wir können uns auch die Haare etwas verlängern oder beziehungsweise verdichten. Ich hatte das, wie gesagt, das letzte Mal vor einem anderthalb Jahren gemacht und habe die vor einem Jahr rausgenommen und habe dann immer mit meinen Fusselhaaren hier versucht klarzukommen und irgendwie nervt mich das. Also gerade weil man eben auch vor der Kamera sitzt und muss man die Haare immer einigermaßen haben, so sieht man ja aus wie so ein Idiot. Und ich dachte mir, okay, also was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ja verschiedene Arten von Extensions. Es gibt diese Click-Extensions, also die man rein und wieder rausmachen kann selber. Es gibt das mit den Bondings, da gibt es Lasertechniken und dann eben... Das Schlimme ist nicht das Reinmachen, das Rausmachen ist das Schlimme. Gerade mit diesen Bondings, dann wird das, da wird dieser Bonding mit so einer Flüssigkeit getränkt und der geht dann mit so einer Zange daran und dann wird das da so aufgebrochen und rausgezerrt und meistens zerrt man auch die eigenen Haare mit raus. Und diese Extensions hängen eben an der sehr, sehr dünnen Strähne. Und ich bin ein Fan von Hairdreams. Hairdreams ist eine österreichische Firma. Das waren noch die ersten auf dem Markt, die damit angefangen haben. Und damals war Claudia Schiffer auch das Vorzeigegesicht für Hairdreams. Also Hairdreams, die sind natürlich auch die teuersten, logisch. Und es gibt verschiedene Friseure, die das anbieten. Und das ist wahnsinnig teuer, wenn man selbst nur eine Verdichtung mit so ein paar Strähnen haben möchte. Klar, die haben ja auch ihre Ladenmieten, die haben ihre Mädels, die sie bezahlen müssen und, und. Da dachte ich mir, gut, ich habe einen Friseur, der das kann. Ich besorge mir diese Extensions. Nun kann man die nicht selber, wenn man selber nicht Friseur ist, bei Hairdreams bestellen, aber es gibt, dank Internet, gibt es also verschiedene Anbieter, die auch Hairdreams anbieten über Amazon, aber man muss auch immer aufpassen, weil es gibt ja auch so viele Fakes, ne, und so viele Trittbrettfahrer, die dann meinen, ja klar, wir bieten das auch an, dann hast du irgendwelche anderen Dinge, weil ich möchte nicht so ein asiatisches Tempelhaar, weil das würde mit meinem, weil das ist ja sehr dick und fest und das würde ja mit meinem europäischen Feinhaar bescheuert aussehen, wenn ich da auf einmal so dicke Strunken dann da drin habe. Also es muss europäisches, feines Haar sein. Und Hairdreams hat eben auch verschiedene Haarstärken. Und es mussten also Hairdreams Extensions her. Nun gibt es da diese neuen, relativ neue Technik mit diesen Quickies. Das heißt, das wird dann nur reingeklebt. Also ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe mir sechs, also erstmal die von Hairdreams, seht ihr, in der Farbe Dunkelblond. 30 cm habe ich mir hier bestellt, 6 Stück. Das heißt, ich mache mir zwei an die Seiten, also lass mir zwei an die Seiten reinmachen, rechts, links und hinten zwei, dass das Haar einfach hier nicht so dünn, immer so dünn und fein auf die Schulter fällt. Weil ich habe sie letztes Jahr radikal abgeschnitten, also als ich mit YouTube angefangen war, nicht so kurz. Nee, noch kürzer, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Und dachte, naja, die werden schön. Aber je länger die werden, desto feiner werden die. Dünner unten. Und das kennen vielleicht auch einige Frauen. Aber ich möchte noch keine kurzen Haare haben. Ich mag so diese Länge, weil man kann sich einen Zopf machen, man kann sich so einen Dödel auf den Kopf machen. Es sieht irgendwie weicher aus. Also ich bin nicht unbedingt der Kurzhaarschnitt-Typ. Es gibt Frauen, denen stehen kurze Haare fantastisch. Mir nicht, glaube ich zumindest. So, also kommen jetzt diese, habe ich gleich einen Termin bei einem Friseur und lasse mir diese, ich zeige euch die mal, ich nehme die mal raus, wie das gemacht ist. So, das ist natürlich schwierig jetzt, hier wartet mal. Also das sind 6 Stück, ihr müsst, das ist so eine Art Sandwich-Methode. Also da kommt, also Sandwich, ist klar, meine eigenen Haare sind dazwischen. Also dann wird so eine breite Strähne, ich glaube 4 cm sind das genommen und dann wird das einfach eingeklebt. Und die sind so dünn auch, ja. Also die sind am Kopf, sind die schön dran, man merkt die überhaupt nicht. Selbst wenn dir jemand über den Kopf streicht und weiß das nicht, man merkt das nicht. Und diese Bondings, da hat mir doch immer so Huppel.
Und das Problem ist bei den Bondings, dass man die eben auch immer auseinanderziehen muss, dass sich die nicht mit den eigenen Haaren so verknoten. Und ich habe da schon Fälle gesehen, die hatten da richtige Nester, manche Frauen. Ja. Man muss es natürlich auch sehr pflegen. So, also das sind jetzt 6 Stück, die kommen dann rein. Die werden natürlich, also die 30 cm, da wird noch ein Stück abgeschnitten. Also die, das passt sich dann auch mit meinem eigenen Haar, mit meiner Haarfarbe an. Das vermischt sich ja dann so. Also das ist die Farbe dunkelblond. Ich freue mich darauf und werde euch nachher das Ergebnis zeigen. Übrigens abgemacht werden die Dinger, das hält, ja, wie das eben wächst. Ne? Wenn das runterwächst, dann muss man das so nach 6 bis 8 Wochen wieder hochsetzen lassen. Das ist nämlich das Geniale an diesen Quickies, dass die wiederverwendbar sind. Man kann die, wenn man die Haare pflegt, kann man die wiederverwenden. Dann wird lediglich dieser Tape, der wird erneuert, das macht der Friseur und dann setzt er dir das wieder hoch. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Haare auch pflegt. Ne? Also mit, dass die schön nicht so strohig aussehen, also wie die eigenen Haare eben auch. So, ihr Lieben, ihr werdet das Ergebnis dann sehen, wenn ich wieder zurück bin und dann etwas volleres Haar habe. Bis bald. So, ihr Lieben, ey, voilà, ich bin zurück mit einer Haarverdichtung, Haarverstärkung. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal hier meine Haare zurück. Also, das sind diese Teile, diese Quickies. Man sieht die gar nicht, man spürt sie auch nicht. Die sind wirklich ganz flach. Die also eingetaped werden mittels eines doppelseitigen Klebestreifens. Entfernt werden sie mit einem speziellen Quickie Take-Out Spray, das heißt, das wird aufs Haar gesprüht, also auf diese Klebestelle, und dann wird das mit einem Kamm ganz vorsichtig rausgekämmt und es löst sich dann, und dann kann man ein neues Tape wiederverwenden, also die Friseurin, oder ich kann mir das leider nicht selber einkleben, weil ich das ja nicht sehe, und man kann diese Teile mehrfach verwenden, wenn man die Haare pflegt. Ich finde, das ist ein ganz anderes Bild, wenn man jetzt volleres Haar hat. Also glücklich die Frauen, die das von Natur aus haben, die brauchen das natürlich nicht. Aber wir leben in einer Zeit, wo vieles möglich ist. Schönheit ist machbar, wissen wir. Und ich wollte euch das einfach mal mitteilen. Deshalb gab es oder gibt es dieses Kurzvideo. Zum Friseur wollte ich euch jetzt nicht mitnehmen. Das ist da so ein Gewusel und so ein Hin und Her und da mit der Kamera zu sitzen und dann laufen dann doch andere Leute durchs Bild und das möchte ich eigentlich nicht. Also das kann man doch gar, das darf man wohl auch gar nicht. Man kann ja nicht irgendwie andere fremde Leute mit ins Bild nehmen und die sind dann auf YouTube ohne ihr Wissen. Das geht nicht. Also bin ich der Meinung, dass das nicht geht. Deshalb, es ist ja auch kein großer Akt. Ne? Das wird reingepackt, klebt und fertig ist die Laube. Zur Pflege noch, also zum Kämmen, braucht man auch eine spezielle Hair Dreams Bürste, damit sich das nicht irgendwie, obwohl die sind so weit auseinander, weil so wenige sind, so weit auseinandergesetzt, aber diese Hair Dreams Bürste benutze ich generell sowieso auch schon seit Jahren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir bitte stellen in den Kommentaren. Ich beantworte sie gerne. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch das Beste. Denkt dran, seid gut zu euch. Tut euch was Gutes. Es ist jetzt Sommer. Genießt die Zeit im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, mit einem schönen Eistee oder abends mit einem Windlicht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten zu entspannen mit einem guten Buch oder schöner Musik oder netten Gesprächen. Die Palette ist riesengroß. Ich habe übrigens auch noch ein paar Sachen beim DM gekauft und beim Rossmann. Aber der Haul kommt dann auch noch diese Woche. Ja, ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.